Hallo, guten Morgen. Ja, heute ist für mich ein langer Tag. Ich freue mich drauf, aber deswegen komme ich auch schon so früh zu euch, weil es mir wichtig ist, diese Nachricht auch noch zu hinterlassen. Puh, ich war auch dort. Ich fange mal so an. Ich war auch dort. Diese ganze Geschichte, wenn nur, wenn nur, wenn nur endlich meine Beziehung in Ordnung wäre, wenn nur endlich ich jemanden hätte an meiner Seite. Aber ich habe es nicht geschafft. Andere haben ewig lange Beziehungen. Mit mir will man nicht zusammen sein. Mit wir will man. Ich bin nicht die, bei der man bleibt. Ich bin verlassen. Ich werde verlassen. Das kennt ihr doch alle, diese Gedanken, die vielleicht gar nicht so klar und offen einem immer bewusst sind. Und dann wünscht man sich nur eins. Ich möchte, dass die andere Person, die mich so verletzt hat, zu mir zurückkommt. Ich möchte, dass sie sich entschuldigt, dass er sich entschuldigt. Ich möchte, dass der andere alles tut, um alles wieder gut zu machen. Ich möchte, dass der andere das wieder gut macht. Ich möchte, dass der andere seine Verletzung, die er mir zugefügt hat, wieder gut macht. Ich möchte, dass der andere meine Wunden heilt. Ja, und das sind natürlich so Bedürfnisse, die ähneln, wenn ich es jetzt so ausspreche, quasi die Bedürfnisse von einem Kleinkind, einem Wesen, das nicht weiß, wer es wirklich ist, ein Wesen, das noch nicht erwacht ist, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn du da nicht reinsteigst, hinter das Geheimnis, das gut versteckte Geheimnis über das, was wir wirklich sind als Menschen auf dieser Welt, wirst du aus diesen ganzen Abhängigkeiten vom Außen nicht rauskommen. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du dir erlaubst, hinter die Kulissen zu schauen und zu schauen, wo kommen denn diese ganzen Verletzungen her, diese ganzen Bedürfnisse her, was bedeuten die für mich? Warum bin ich denn so abhängig von einer Liebe aus dem Außen, von Liebesbeziehungen? Warum kann ich, ich möchte so gerne bedingungslos lieben, aber ich kann das nicht. Und das sind so Sachen, die sind ganz, diese ganz tiefen Verletzungen und dieses ganz tiefe: Ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Diese ganzen Glaubenssätze, diese ganzen Überzeugungen, die uns so einschränken und die uns in ein Leben treiben, wo wir fast fanatisch werden, weil wir im Außen so sehr suchen nach einer Bestätigung unserer selbst, nach einer Bestätigung, dass wir liebenswert sind, nach einer Bestätigung, dass wir gut genug sind. Und wir bekommen es nie. Und wir bekommen es mal ganz kurz und wir haben einen kleinen Hoffnungsschimmer, aber es ist nichts Beständiges. Und dann haben wir Angst vor diesem Verlust, weil nichts Beständiges ist, weil nichts da ist, was uns beständig trägt, weil nichts da ist, was uns beständig hält, weil nichts da ist, was uns beständig unterstützt, weil wir dazu da sind, es selbst zu lernen, weil wir dazu da sind, zu wissen, wer wir wirklich sind und weil wir dazu da sind, um rauszufinden, wie das Leben funktioniert und wer wir in diesem Leben sind. Und dazu müssen wir aufstehen und uns auf die Reise machen, auf die Reise zur Wahrheit des Lebens. Und oftmals ist eben Liebeskummer und Depression der Auslöser, dass wir sagen, so, jetzt reicht's, ich will was dagegen tun. Und wir können alles tun, wir können alles verändern, wir sind alles Schöpfer. Es ist nur so wichtig, dass wir
verstehen, wie Schöpfung entsteht. Und wir haben ab und zu mal, kriegen wir so einen Einblick, wenn wir uns beschäftigen mit Spiritualität, wenn wir uns beschäftigen mit Energieheilung, wenn wir uns auch beschäftigen mit anderen alternativen Heilmethoden. Da ist überall ist die Wahrheit drin. Aber ein kleiner Tropfen Wahrheit reicht eben nicht. Du musst die ganze Wahrheit für dich annehmen und anerkennen und aus dieser Wahrheit heraus leben. Und die Wahrheit ist nun mal, dass wir hier alles erschaffen. Wir erschaffen alles, was wir sehen in unserem Leben, in unserem Inneren. Und zwar das, was wir innen denken, dass wir im Unbekannten, sondern im Unsichtbaren, das, was wir glauben, was unsichtbar ist, das ist die Schöpfung. Wir glauben, dass keiner unsere Gedanken sehen kann. Wir glauben, dass man unsere Gefühle nicht wirklich sehen kann. Wir glauben, dass man unsere Einstellung nicht sehen kann. Wir glauben, dass das, was wir wirklich empfinden oder wie wir die Dinge beurteilen und annehmen, dass man das alles nicht sehen kann. Aber es ist alles sichtbar. Und deswegen ist eine Hellsicht gar nicht so eine schwierige Geschichte, weil all deine Gedanken und all deine Überzeugungen sind klare, pure Energie. Und diese Energie, die zeigt sich, manifestiert sich im Außen. Du kannst dich niemals verleugnen. Und auch Menschen, die dir entgegenkommen oder Menschen, die dir begegnen, die wissen ganz genau, was mit dir los ist. Die wenigsten sind so geschult, um das vielleicht in Worte zu fassen, aber die meisten nehmen sofort deine Schwingung, deine Energie auf und reagieren da drauf. Und so eben auch dein Partner oder dein Ex oder wen auch immer du jetzt hier ausgewählt hast als Person, um dir zu zeigen, was wirklich in dir läuft, was wirklich in dir vorgeht, was für Überzeugungen du ins Leben hinausträgst. Und diese Überzeugungen über dich, über dein Selbstkonzept, über deine Annahmen, übers Leben, die kreieren dein Leben und eben auch deine Beziehungen. Und ich bin selbst so leid gewesen, für mich selber immer wieder so zu leiden. Und ich habe de facto unter meinen eigenen Vorstellungen über mich und über die anderen gelitten. So sehr gelitten. Das war das große Leid. Über das Leben habe ich gelitten und ich habe gehadert. Und ich habe gehadert mit allem, mit allen Menschen. Ich habe gehadert mit meiner Lebenssituation. Ich war einfach nur voll Frust und Hadertum und Wut und Neid und Missgunst und all diesen Dingen. Und die kann man eine Weile verstecken. All diese Emotionen, Gefühle und Ansichten und Überzeugungen, gerade wenn man jemanden neu kennenlernt. Aber im Laufe einer Beziehung blubbert das jedes Mal nach oben. Es blubbert nach oben und dann ist es wieder da. Und dann ist dein Partner, ist deine nächste Person dazu aufgerufen. Sie kann nicht anders. Es hat nichts damit zu tun, ob sie dich liebt oder nicht. Als dir zu zeigen, wer du glaubst, dass du bist. Was du glaubst vom Leben, was du glaubst von der anderen Person, von allen anderen Personen, was deine Einstellung dir gegenüber ist, was deine Einstellung dem Leben gegenüber ist. Deine andere Person muss es dir zeigen.
Aber die gute Nachricht ist, das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk und das jetzt ist es an der Zeit, dass du das erkennst, dass du mir glaubst, dass du auf nichts und niemanden böse sein musst aus deiner Vergangenheit, dass du auf nichts und gar keine Situation, die dir begegnet ist in deiner Vergangenheit, böse sein musst, sondern dass es jetzt nur darum geht, das Ganze für dich aufzulösen, zu drehen. Und ich war überall, ich habe alle Sachen angeguckt, ich habe alle Sachen versucht zu verstehen, bis ich auf die Quintessenz des Lebens gestoßen bin, die überall drin ist, die aber so klar und deutlich von dir verstanden werden muss, dass du nicht mehr nach deinen alten Programmierungen und Überzeugungen eben lebst, die dich ins Elend und ins Leid getrieben haben, sondern dass du radikal und konsequent veränderst. Dein Denken, deine Einstellungen, deine Überzeugungen, deine Sichtweisen, deine Ansichten über dein ganzes Leben, über dich. Und das geht einfach. Es kann super, super schnell gehen, wenn du bereit bist, zu erkennen, dass du ein göttliches Schöpferwesen bist. Ob du es willst oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht, es ist so. Punkt, Ende, aus, Amen. Und jetzt gehst du den Weg der Wahrheit und setzt dich, deine Fähigkeiten, dein Sein, deine Gedanken, die alles kreieren, Gedanken kreieren Dinge. Gedanken kreieren Dinge und Situationen. Punkt. Und zwar kontinuierliche Gedanken, die Überzeugungen sind, die kreieren schnell, ganz, ganz schnell. Und ich möchte euch alle, am liebsten euch alle mitnehmen auf diese wunderbare Reise, weil ich heute mit ganz glasklarer Sicherheit sagen kann, es ist der einzige Weg. Und du weißt, die Reise nach innen, ja. Aber ich sage dir, dieser Weg, den ich dir zeige, der ist frei von Bedingungen. Der ist komplett frei von Bedingungen. Du musst nichts tun, du musst nichts machen, du musst keinen Lebensrhythmus haben, du musst gar nichts tun. Es gibt viele Dinge, die du tun kannst, die dich dabei unterstützen, Tools, die dich auf dem Weg unterstützen. Aber müssen tust du gar nichts. Du musst auch keine Formel befolgen. Du musst nur da oben arbeiten. Und zwar so, wie ich es dir sage, weil das die Wahrheit ist. Und so lange und so klar und so unwiderruflich in die neue Richtung gehen, dahin gehen, wo du sein möchtest, bis du es im Außen siehst. Und das ist das, was mir so am Herzen liegt, weil ich weiß, wie schwer das ist, ich weiß, wie sehr das wehtut, nicht gut genug zu sein, ich weiß, wie sehr es wehtut, abgelehnt zu sein, ich weiß, wie sehr es wehtut, nicht unterstützt zu werden, fallen gelassen zu werden, ich weiß das alles. Aber ich weiß auch, woher es kommt. Ich weiß, wo das entsteht. Und da will ich das mit dir lösen. Und darum habe ich so spontan diesen Kurs angeboten. Kreiere dir einen Traummann, einen Traumpartner, so wie es dir gefällt. Weil, wenn du in dir dir erlauben kannst, so eine wunderbare Kreation in dein Leben zu ziehen, geht es nur, wenn du selber bist, was du wirklich bist. Wenn du selber weißt, wie großartig, wie wunderbar, wie liebenswert, wie unterstützenswert
du in Wahrheit schon lange bist. Weil du kannst dir nur erlauben, dir einen Traumpartner zu kreieren, wenn du weißt, dass du das kannst. Wenn du weißt, dass du es wert bist. Wenn du weißt, wie alles funktioniert. Und deswegen lade ich dich jetzt hier ein, dich anzumelden für diesen Kurs. Wir starten am 26.05. Und es wird dein Leben verändern. Wir haben auch noch das Programm Die Frau, die alles hat. Da geht es mehr um alle Aspekte deines Lebens. Da wirklich zu sagen, was will ich wirklich? Wie sieht's aus? Wer bin ich dann als Frau, die alles hat? Das ist auch die Partnerschaft. Das ist auch das Geld. Aber das ist auch dein Business. Das ist so viel mehr. Das geht so viel tiefer in diesen 10 Wochen, die Frau, die alles hat. 4 Wochen ist ja der rekreiere deinen Traummensch, deinen Traumpartner, deine spezielle Person. Kannst du dir vorstellen, dass die Frau, die alles hat, noch viel, viel tiefer geht? Und du kannst beides machen, eins nach dem anderen. Die Frau, die alles hat, ist super intensiv. Du hast eine Mentorin an deiner Seite, die dich nicht mehr aus den Augen lässt, wo du auch nicht mehr an diesem alten, bekannten Gummiband zurückflupst. Das spart dir so viel Zeit. Das spart dir so, so viel Zeit. Und das ist eigentlich diese Message für heute. Bitte, 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 mach dich auf den Weg. Es ist jetzt doch diese Zeit. Es ist die Zeit. Und ich verspreche dir, du kannst alles haben, tun und machen, was du willst. Wenn du dich zeigst im Leben, wenn du dich zeigst in deiner Wahrheit, in deiner Göttlichkeit, in deiner Perfektion und das, was du spürst an Schmerz, das kommt nur deswegen, weil du nicht für dich da bist, weil du dich verleugnest, weil du Scheiße glaubst, weil du Lügen über dich glaubst, mit denen du konditioniert worden bist, mit denen unsere Gesellschaft konditioniert wird. Und jetzt ist es Zeit, dass du bei dir selber anfängst und sagst, so Schluss, Ende aus, Amen. Jetzt nehme ich die Sache in die Hand, weil ich es kann, weil ich dazu da bin, weil ich sowieso Schöpfer bin. Und jetzt schöpfe ich nicht mehr aus der Kacke, sondern jetzt schöpfe ich aus der Göttlichkeit, aus der Perfektion, aus der Liebe. Und wenn das alles dein Budget noch nicht erreicht, fang irgendwo an. Ich habe mittlerweile so einen schönen Warenladen auf meiner Homepage mywellfeeling.com. Da kannst du für das, was du jetzt gerade investieren kannst, kannst du alles finden, was dir hilft. Die wunderbaren Videokurse meiner Mentorinnen. Jeder einzelne Gold wert. Im Moment gibt es den von der Maria, Divine Healing. Wunderbar. Und sie erklärt eben auch hier, wer du wirklich bist. 49 Euro. Dann gibt es den von der Rima, 49 Euro. Dann gibt es den Manifestationskurs von der Susi. Den gibt es zum Normalpreis für 149 Euro. Da ist auch alles drin, was du wissen musst. Aber die Krux ist, du musst jetzt aufhören zu wissen. Du musst jetzt anfangen zu leben. Das zu leben, was du eh schon alles weißt irgendwo, musst du zusammenbringen in ein Lebenskonzept. Und von diesem Lebenskonzept darfst du nicht mehr abweichen. Und dann wirst du sehen, dass sich alles verändert. Und wenn du hier jetzt in der Facebook-Gruppe bist, dann hast du diese Woche die Challenge mit der wunderbaren Ute. Sei da dabei. Geh da mit. Lass das in dich einsinken. Das ist gratis jetzt in der Facebook-Gruppe. Jeden Tag. Du hast so viele Ressourcen von mir auf meinem YouTube-Kanal. Es ist alles da. Es ist alles gratis da. Nur wir haben immer die Schwierigkeit, dass wir uns das trauen. Dass wir uns trauen, so scheinbar
anders zu leben, zu denken, zu fühlen und zu handeln wie das Gros der Gesellschaft. Aber das ist genau die Herausforderung, das ist die Challenge, dir zu erlauben, jetzt in die Veränderung zu gehen als Leading Age, als Leaderin, als Führerin. Du führst aber dich, weil dein Leben ist deine Kreation. Du führst dich und dein Leben. Du bist die Einzige, die dich rausführen kann aus der Scheiße in ein geiles Leben. Und es ist kein Hokuspokus. Und dies geschafft haben, dieses Wissen über ihr Schöpfertum in einer super krassen Konsequenz gelebt. Und das ist absolute Voraussetzung für konsequenten Erfolg. Und es ist nicht so, dass es die eine kann oder der eine kann, sondern es ist nur, dass man konsequent ist und dass man konsequent Lüge und Wahrheit aussortiert und der Wahrheit folgt. Und nenn es Intuition, die Intuition, der Herzensweg, was auch immer die Wörter da draußen sind in dieser spirituellen Welt. Es ist das, was dem entspricht, was du wirklich bist. Und das fühlt sich ausnahmslos gut an. Also bitte komm mit auf diese Reise, auf irgendeine Art und Weise auch immer. Investiere in dich. Du hast alle Möglichkeiten. Und wenn du Geld gerade nicht investieren kannst, willst, mach es für dich selber. Sei konsequent. Mach es. Mach dein Lebensstudium daraus. Du findest bei mir alle Ressourcen gratis. Dann musst du es halt selber schaffen. Du wirst so viel mehr Zeit brauchen. Das kann ich dir jetzt schon prophezeien. Lass mich die sein, die die Zeit gebraucht hat, um es alles zu bündeln und klar gemacht zu haben für mich, für meinen Kopf, sodass ich es dir weitergeben kann. Und nimm diese Möglichkeit an für dich, hier mitzugehen, geführt zu werden, nicht nur von mir, sondern auch noch von meinen Mentorinnen. Das ist ein Raum, das ist eine Energie, die dich trägt. Lass dich tragen, lass dich mittragen und führe dich selber in ein Leben, das du möchtest. Und dann ist dein Traumpartner, egal ob es ein Ex ist, ob es ein neuer ist, was auch immer, an deiner Seite, weil du ihn dahin geschaffen hast, kreiert und geschöpft hast. Ja, in diesem Sinne, geh für dich, geh für dich, geh für dich, geh für dich. Es tut so weh, wenn du es nicht tust. Und du musst nicht mehr leiden. Alles Liebe und bis dann. Und ich stelle das Video jetzt auch auf YouTube. Und bitte, bitte teile es. Wir sind hier, um vorauszugehen, um uns ein tolles Leben zu erlauben und um ein Beispiel für andere zu sein. Und teile dieses Video, teile diese Message, lebe diese Message. Mach's einfach, weil was willst du sonst tun? Alles andere, siehst du ja, ist nicht lebenswert. Also, bis dann. Tschüssi.